kann nicht weit sein! Durchsuch die Gegend! Gottes Willen, stirb doch! Das kann's doch nicht sein, ey, wie viel die aushalten. So, Mann am Boden, Gott sei Dank. Ich muss jetzt zwar einen Haufen Munition vergeuden, ich weiß. Aber wir müssen die da jetzt weghauen, es geht nicht anders. So, da bist du, mein Freund. Sauber. Wie viele Gasgranaten die aber dabei haben müssen, ganz ehrlich. Aber die anderen sind irgendwie intelligenter. Die bleiben in Deckung. Und schießen genau auf die Position, wie wir gerade sind. Boah, es dauert natürlich jetzt ein bisschen länger hier im Luftschacht. Aber es muss leider sein. Er muss hier irgendwo sein. Ja, ist er auch. Getroffen. Kommen Sie auf. Nichts da. Scheiße, das war nichts. Wieso sieht mich der hintere und der vordere nicht? Er scheint weg zu sein. Vorläufig. Gar nichts. Gar nichts, meine Freunde. Ist es jetzt der letzte, der noch steht? Ich gehe jetzt mal wieder nach oben. Aus einem einfachen Grund. Erstens, ich will den umgehen. Oder die umgehen, es sind noch zwei. Ich glaube, die sehen auch ein bisschen den Laser. Ich bin mir nicht sicher. Hä? Wieso sind es jetzt auf einmal wieder drei? Was ist denn hier los? Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Ich muss jetzt mal was machen, was ich im Let's Play, glaube ich, noch gar nicht gemacht habe. So. Der Pazifistenweg war eh zum Scheitern verurteilt für uns. Das wissen wir ja schon. Wir haben schon so viele umgenietet. Einfach, weil es nicht anders ging. So, jetzt haben wir den hier auch noch erledigt. Tschüss. Bleibt noch einer. Dann sind die Sicherheitskräfte von Sau weg. So, Zhao Yunru, deine Sicherheitskräfte sind von einer beachtlichen Menge auf eine, ja, auf eine Null reduziert, ne? So, nehme ich durch alles mit. Aber das hier ist Zhao Yunru. Die hat noch ein paar Asse im Ärmel, würde ich davon ausgehen. So, wir müssen jetzt bloß arschvorsichtig sein. So, PDA. Für den Hangar-Sicherheits-Hub. Okay. Und eine Sache muss ich jetzt natürlich noch ganz wichtig machen. So, speichern. Puh, der hat nichts dabei. Der hat nichts dabei. Der hat was dabei. Liegen denn hier nur interessante Waffen? Ja, die Sturmgewehre brauche ich. Für die Muni zumindest. Die kann ich sogar mitnehmen, die Schrotflinte. Was? Stimmt ja, ich habe jetzt mehr... Oh, ich habe mehr Inventarplätze. Mist, hätte ich früher dran denken müssen. Na gut, was soll's. So, was haben wir noch? Der hat gar nichts mehr. Und da vorne haben wir noch den letzten Typen mit dem Sturmgewehr.
So, noch ein PDA, Sturmgewehr, Munition und Credits. So, was haben wir jetzt hier? Sicherheitsmaßnahmen. Eindringlinge neutralisieren. Gegenspionage einleiten. Tja, hat nicht ganz funktioniert, was? So. Und hier müssen wir jetzt lang, hier durch den Aufzug. So, auf geht's. Puh, Freunde. Jensen, ich komme und hol Sie ab. Sind Sie in der Nähe des Hangars? Ich bin auf dem Weg dahin. Okay, dann machen Sie diese Türen auf. Sonst gibt's nämlich keinen Rettungsversuch. Wird gemacht. So, jetzt Moment mal. Wir müssen jetzt hier erstmal ausräumen. Und es gefällt mir nicht, dass wir so viel Sturmgewehrmunition kriegen. Ich glaube, da passiert gleich noch was. Ehrlich gesagt, ich weiß es wirklich nicht mehr. Oh Gott, aber ich habe die schlimmsten Befürchtungen. Oh, oder doch nicht? Oh nein. Fuck. Verarsch mich nicht. Immerhin habe ich noch eine Dingsgranate. Eine EMP-Granate. Und ich sehe den hier Sichtfeld gerade gar nicht. Kacke. Vor allem, ich muss jetzt erstmal runter. Und der Typ kommt natürlich her. Boah, das gibt's nicht. Oh, 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 oh. Oh, oh. Wir haben keinen Raketenwerfer mehr, ne? Oh, scheiße. Wir müssen die zwei Typen loswerden. Sicherheitssequenz falsch. Bitte deaktivieren Sie vor dem Öffnen der Türen die Sicherheitsbox. Was heißt hier überhaupt Sicherheitssequenz falsch? Boah. Musste ich mich doch glatt wieder räuspern. Ja, der passt doch da gar nicht durch, oder? Jetzt habe ich einen Verdacht, wie es geht. Von wegen dem, der passt da doch sicher nicht durch. Seht ihr das? Man kann unter der Plattform durchlaufen. Aber die Dinger laufen so unmöglich. Die haben einen Sichtkegel, der... Ha, verdammt. Wie klug der sich aber dreht, das ist unglaublich. Wir müssen jetzt eigentlich theoretisch da hinten... da hinten lang. Bleibt der einfach stehen, das gibt's ja nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, aber sieh mal einer an, was hier liegt. Nein! Ach, leck mich doch. Schrotflinte. Als würde ich das brauchen. Läuft er wieder hoch? Läuft er wieder zurück? Er läuft wieder zurück. Ah. Das mache ich natürlich sofort. Oh Mann. Jetzt hör doch mal auf, diese blöde Sicherheitsdurchsage geht mir auf den Sack. Wie komme ich da vor allem hoch? Ach nee. Da muss ich hoch, okay. Da drüben kann ich hoch. Ich kann aber auch hier hinten hoch, ne? Ja, kann ich. Oh, oh. Der guckt sich hier noch nett um. Bitte deaktivieren Sie vor dem Öffnen der Türen die Sicherheitsbox. Nein! Der läuft schon wieder zurück, das gibt's doch nicht. Hangartüren verriegelt. Sicherheitssequenz.
Kacke. Bitte deaktivieren Sie vor dem Öffnen der Türen die Sicherheitsvorrichtung. Ich muss da lang, das geht nicht anders. Oh, geh weg. Oh, geh weg. Lass mich durch, nein. Scheiße. Ich hab sowas von verkackt, Freunde. Die machen mich fertig jetzt hier hinten. Oh, da kommt schon der Erste. Und ich komme da nicht durch, wie lächerlich ist das? Und ich kann nicht mal aufstehen. Ich bete, dass der nicht hierher guckt. Er guckt hierher. Aber er sieht uns momentan noch nicht. Scheiße. Oh, scheiße. Geh weg. Oh Gott, er macht uns fertig. Oh Gott. Ui. Heilige. Oh Gott. Oh Gott. So, jetzt bin ich mal hier hinten dran. Das ist schon mal ein Vorteil. Da muss ich hoch. Glaube ich. Ja, definitiv. Wie komme ich denn da hin? Das kann ich natürlich nicht zur Seite stellen, das ist ja unfassbar. Alter, willst du mich verarschen? Schlechter Griff. Ich glaub's auch. Nein! Oh, fuck. Wie komme ich denn da jetzt hin? Scheiße. Ich glaube, es geht gar nicht, ne? Na doch, von hier. Alter. Scheiße. Hangartüren verriegelt. Sicherheitssequenz falsch. Bitte. Oh Mann, wie komme ich denn da hoch? Das kann doch nicht sein. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße. Bitte, 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 sieh uns nicht. Du siehst uns nicht, du siehst uns nicht. Wie ein Geist sitzen wir hier hinter einer viel zu niedrigen Deckung und werden nicht gesehen. Auf geht's. So. Wie zur Hölle? Soll ich denn da hochkommen? Muss ich jetzt die Hälfte der Kisten mitnehmen oder was? Was ist denn das? Das kann doch nicht sein. Erzähl mir was Neues, ey. Schlechter Griff, leck mich fett, ey. Ah, schlechter Griff. Wie komme ich denn da drauf? Ich kann... Da muss ich hoch. Okay. Da muss ich hoch, aber da war ich doch eben schon mal drauf, oder? So, und jetzt...
Da drauf, da drauf. Wie mache ich das? Da brauche ich noch eine Kiste. Dafür brauche ich die Kiste. Oh Gott. Nein! Sag mir, dass der Sprung reicht. Oh Gott sei Dank. Wow! Fuck. Heieiei. Die Weste können wir nicht mitnehmen, ne? Schade. Ich muss speichern. Oh, Freunde, das ist... Boah, wir haben es geschafft. Die hätten uns sowas von den Orcus geblasen, wenn die uns gesehen hätten. Aber hier oben sind wir 100% in Sicherheit. Da bin ich mir wirklich sicher. So, und ein neues Buch gefunden. Hier in Implantate. Sehr schön. Und jetzt... Auf geht's. Passwort haben wir auch schon. Quilin. Oder Kielin. Kameras aus. Deaktivieren. Das war's, oder? Ich muss noch zur anderen Tür wahrscheinlich. Nee, ich muss noch die... Ach so. Nee, ich kann mich jetzt normal vorwärts bewegen. Die Roboter sind deaktiviert. Was passiert eigentlich? Das muss ich jetzt wissen. Was passiert eigentlich, wenn man die Roboter auf Gegner stellt, knallen die sich dann gegenseitig ab? Sicherheitssysteme deaktiviert. Der da unten macht gar nichts. Auch gut. Nee, anscheinend passiert da gar nichts. Oder? Das will ich jetzt echt mal sehen, weil die Dinger geben wahrscheinlich einen Haufen Erfahrung. Wenn die, wenn die draufgehen. Passiert aber gar nichts. So ein Mist, vor allem der andere rührt sich gar nicht mehr. Ah, doch, tatsächlich. Geil. Geil. Nur noch Plätze in der ersten Reihe. Nice. Tja, für wen seid ihr? Schreibt's in die Kommentare. Links oder rechts? Boah, die geben sich aber ganz schön hier. Ich glaube, der Linke gewinnt. Ich bin mir nicht sicher. Ja, der Linke gewinnt. Definitiv der Linke. Oh. Der hat schon ganz schön was abbekommen. Ach, aber wie geil. Na komm schon. Aber wie viel die... Ganz ehrlich, wenn wir versucht hätten, so gegen die zu kämpfen... Ja, gute Nacht. Was? Der hat gewonnen. Krass. Aber ganz ehrlich, wenn wir so versucht hätten, gegen die zu kämpfen... Ja, dann gute Nacht, ne? So, und jetzt... Deaktivieren. So, der ist weg. Hier gibt's sonst nichts mehr. Dann fahrt sich ab. Boah, was der abgekriegt hat, auch krass. So. Und durch die Tür. Durch die Tür. So. Da müssen wir ran, ich weiß. Schublade. EMP-Granate, natürlich. Da können wir die Türen öffnen, aber ich gehe nochmal kurz an den Computer. Okay, nur ein Reiseplan anscheinend. Nichts mehr hier sonst, okay. Dann auf geht's. Ich gehe jetzt hier hinten runter. Ja, und da kommt Malik. Sehr schön. Was wäre jetzt wohl passiert, wenn wir die Türen geöffnet hätten, obwohl einer von den Robotern noch programmiert gewesen wäre? Wobei, der hätte ja wahrscheinlich nicht Malik angegriffen, sondern niemanden, weil er nur auf Gegner aus ist. Naja. Jensen, wir müssen schleunigst zurück nach Detroit. Steigen Sie ein. Auf geht's. Wir fliegen nicht nach Detroit. Was? Es geht nach Montreal. Ich erkläre es Ihnen unterwegs. Das will ich auch hoffen. Auf geht's.
So, nach Montreal also. Und Cao Yun-Ru konnte jetzt tatsächlich entkommen. Sind Sie sicher? Immerhin infiltrieren Sie keinen mickrigen Kabelsender. Cao hat eine Eliza erwähnt und einen Telefonanruf bei Pikes. Eliza Kassan muss in diese Sache verwickelt sein. Ich weiß nicht. Die berühmteste Nachrichtenmoderatorin der Welt arbeitet mit einem mordenden Söldnerkommando zusammen? Über die Details reden wir später. Setzen Sie mich auf dem Turm ab. Ich steige über das Dach ein.